So, what we have the first turkey neck. And of course, the male puppy is having an argument about it. He just lost it, Mr. Super Mario, and he took it over. Or is it a girl? I guess it's a girl. Yes, it's a girl. Oh, it's ladies' power. But he won't give up. And the others are just sitting there and thinking, oh my God, this is very dangerous. They have a fight. Okay, here he is again. Okay, here we are. Dus vandaag hebben ze voor de eerste keer een verse kalkoenennek. En tot nu toe had hij dat ding eens gehad, die er ook nu met sleur. Je kunt het amper zien dat de kranten ertussen zitten. Maar nu is zijn broertje, die met dat puntje, dat is dus McAllister en McCormick. Maar tot nu toe was ook kleine Super Mario Teefje erbij betrokken. Die hem probeerde die kippennek af te pakken. Die hadden echt serieuze argumenten. Ik lag er in een deuk van. En natuurlijk was ik weer veel te laat met de camera. Nou, heute hebben die wel zum ersten Mal einen einzigen Truthahnhals gehabt. Den kann man schlecht erkennen. Das schleudert er jetzt mit rum und hat natürlich den Hintern zu uns. Und er hat ihn auch die ganze Zeit, der McCormick ist das. Und jetzt hat er ihn verloren. Ah nee, hier hat er ihn. Nee, nee, da hinten liegt er noch. Das hat die Hündin jetzt, die super schlaue Tante, die kleine, die Mac. Wie ist? Oh nee, das ist Butterfly McQueen, die den hat. Ja, ja, Frauenpower. Aber ja, jetzt kommt McCormick und denkt, das kann nicht wahr sein, dass die Weiber das Stück Fleisch haben. Das muss ich mir wiederholen. Weil der McCormick und der McAllister, die hatten richtig seriöse Argumente, hat mich kaputt gelacht und waren richtig am Zanken um den Truthahnhals, der jetzt leider, um dass der nass ist natürlich, ein bisschen mit Paul, vielleicht kannst du den da mal rausholen aus den Zeitungen, jetzt an der Zeitung klebt. Und die anderen, die liegen hier und denken, oh, der Blaue ist sowieso tiefenentspannt, McHenry. Und MacGyver denken, nee, das ist mir zu nervig da, ne? Oh ja, da ist er. Guck, da ist der Truthahn. Ja, da ist er. Da ist er. Oh ja, und da ist natürlich noch, nee, da ist die Butterfly McQueen, die ins Schlaf gefallen ist. Also ist das doch tatsächlich die kleine Betty Midler, die jetzt da mit dem, ihrem Bruder das Ding einfach mal eben nicht mehr abgibt. Naja, und dann denkt der andere, na, dann nehme ich mal die Zeitung, die schmeckt inzwischen auch ein bisschen nach, nach Fleisch. So, this is it for today. So it's a lot of fun always if they get the first fresh meat. And they're having really, but the girl is so clever now. And you see the boy, McCormick, want to take it over. But he is waiting for his chance. As he found, I guess, a little rest. Oh, he's trying to eat now the newspaper where there's still a little bit smell of the meat on it. And okay, the rest of the bunch is sleeping. Bye-bye.